Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge werden wir den zweiten Teil von OmiseGo's Analyse anschauen. Wir werden also OmiseGo, die Kryptowährung, analysieren nach unserer 6x6 Methode, die wir euch bereits gezeigt haben. Aber wir werden euch gleich nochmal zeigen, was das beinhaltet. Bevor wir anfangen, vergesst nicht auf bluealpineresearch.com/free-report euch anzumelden mit eurer E-Mail-Adresse und dann kriegt ihr einen Kryptowährungsreport gratis zugeschickt. Falls ihr die ganze Sache auf Deutsch möchtet, schreibt mir eine E-Mail. Ihr könnt eigentlich direkt auf die E-Mail antworten, die ihr bekommt. Und dann schaue ich, ob ich etwas auf Deutsch bauen kann. Also springen wir gleich hier in die 6x6 Methode hier. Wir haben ja letztes Mal im ersten Teil von OmiseGo das Team angeschaut. Wir haben die Berater, die Investoren durchleuchtet, bisschen die Technologie und das Produkt angeschaut und dann haben wir das Ganze mit der Roadmap beendet. Heute werden wir die Partnerschaften anschauen, ein bisschen über die News sprechen, Einfachheit und Verfügbarkeit und dann werden wir einige dieser 6 Fragen auch noch beantworten über OmiseGo. Also fangen wir gleich an, Partnerschaften und News. Wir haben hier auf Reddit, und ich habe es schon letztes Mal gesagt in meiner OmiseGo-Analyse oder OmiseGo-Review, auf Reddit findet ihr eigentlich immer wieder sehr, sehr gute Posts, um generell eigentlich mehr Informationen über die Kryptowährung zu erfahren. In diesem Fall jetzt haben wir eine Liste gefunden von allen Partnerschaften, die OmiseGo bis jetzt geschafft hat. Wir haben auch in unserem Paper, also in unserer Research-Analyse, haben wir auch eine erweiterte Liste gemacht und dann auch noch referenziert. Also wenn ihr dann noch die Quellen anschauen wollt, einfach auf bluealpineresearch.com anmelden. Hier, ich würde sagen, die drei größten oder spannendsten sind hier sicher die SCG, also die Siam Cement Group, einer der weltweit größten Zementhersteller in Thailand, aus Thailand. Und die haben etwa 12 Milliarden US-Dollar in Sales, also in Verkäufen jedes Jahr. Dann haben wir McDonald's in Thailand. Sie wollen ihre Sales, also ihre Verkäufe, steigern um 20% in den nächsten 5 Jahren. Also etwa 301 Millionen US-Dollar, um 301 Millionen US-Dollar wollen sie das Ganze steigern. Was spannend ist bei McDonald's in Thailand, Omise, also die Zahlungsfirma hinter OmiseGo, ist bereits in einer Partnerschaft mit McDonald's. Das könnte natürlich auch heißen, dass sie das Ganze für OmiseGo machen möchten. Das wird sich dann noch zeigen. Nichtsdestotrotz ist natürlich spannend, dass Omise diese Partnerschaft bereits hat. Sie können dann McDonald's eigentlich relativ einfach entweder die OmiseGo-Token verkaufen oder halt eben über Loyalitätsprogramme oder solche Sachen sprechen. Wir kommen gleich noch zum Thema Loyalitätsprogramme. Und als dritten Partner, welchen man auch hier kennt, ist Thai Airways, also die nationale Airline von Thailand. Sie haben etwa Einnahmen von 5,4 Milliarden US-Dollar jedes Jahr. Und das könnte natürlich auch spannend sein. Stellt euch vor, wenn jetzt zum Beispiel Loyalitätsprogramme oder irgendwie Flugmeilen sammeln mit der Hilfe von OmiseGo gemacht wird, wenn jetzt Thai Airways eine Art Thai-Meile oder eine Thai-Token rausbringt und OmiseGo eigentlich das Backend zur Verfügung stellt. Das wäre relativ cool. Ansonsten gibt es hier noch viele große und auch kleinere Partner. Ein paar werdet ihr kennen, ein paar nicht, aber es lohnt sich sicher, ein paar dieser Partner durchzuschauen. Als nächstes haben wir Einfachheit und Verfügbarkeit. Also wenn wir die Verfügbarkeit anschauen, gehen wir grundsätzlich auf coinmarketcap.com, gehen auf die Coin, also in diesem Fall OmiseGo, und dann schauen wir uns die Markets, also die Börsen an. Auf welchen Börsen ist OmiseGo denn vertreten? Hier sehen wir schon relativ viele Börsen, das ist immer grundsätzlich sehr positiv. Was wir natürlich immer schauen, ist, sind die großen wie Binance, Bittrex, Huobi, Bitfinex und solche Sachen eigentlich dabei oder nicht? Und wenn nicht, wieso nicht? Also grundsätzlich, wenn eine große Exchange, also eine große Börse die Kryptowährung unterstützt, ist das natürlich sehr, sehr positiv. Und wir schauen dann immer etwa auf das Volumen, wie viel genau von Huobi kommt. Das ist jetzt eine koreanische. Dann haben wir noch ETH Finex und Binance hier, die eigentlich die drei größten sind.
Wenn es um Einfachheit geht, schauen wir uns eigentlich an, wenn wir bei Omisego grundsätzlich, wie können wir die Coins kaufen? Wir haben jetzt gerade die Börsen angeschaut und wenn wir die Börsen angeschaut haben und sagen, wir gekauft haben diese Tokens, was machen wir dann danach? Das ist der nächste wichtige Punkt. Also wie einfach ist es, diese Tokens zu transferieren? Geht es lange? Kostet es viel? Etc. etc. Da Omisego eine ERC20 Token ist, also eine ERC20 Währung, ist es relativ einfach, Omisego auf die gleiche Art und Weise zu speichern, wie man Ethereum speichert. Wir haben hier, eine unserer Tipps ist eigentlich immer bei Ethereum relevanten Tokens immer myetherwallet.com zu brauchen. Da könnt ihr euch ganz gratis eine Wallet generieren, also ein Portemonnaie generieren und dort dann Omisego draufsenden. Das heißt, wenn ihr jetzt, sagen wir, auf Huobi Omisego gekauft habt und jetzt, sagen wir, zwei Omisego Tokens habt, dann könnt ihr eigentlich einfach die gleiche Adresse, die ihr hier bekommen habt, verwenden und dann von Huobi auf MyEtherWallet eure Omisego Tokens schicken. Wenn ihr ein Ledger, also eine Hardware-Wallet habt oder einen Trezor, könnt ihr eigentlich ganz einfach auch Ledger oder Trezor mit MyEtherWallet verknüpfen und dann geht das eigentlich relativ einfach, dann habt ihr alles auf der Hardware-Wallet. Das ist eigentlich relativ cool und einfach. Nun kommen wir zu den 6 Fragen. Bei der 6x6-Methode schauen wir uns nicht nur diese 6 Punkte an, sondern wir schauen uns auch die 6 Fragen an. Welches Problem oder welche Ineffizienz wird gelöst? Also, wenn wir Omisego anschauen, wir haben auch in der letzten Folge ja über die Technologie und die Produkte gesprochen, waren die zwei größten Teile oder die zwei größten Produkte eigentlich Remittances, also Geld in fremde Länder schicken, also grenzenüberschreitende Zahlungen zu tätigen und Loyalitätsprogramme. Und wir haben uns angefangen und zum Beispiel den Markt für grenzüberschreitende Zahlungen angeschaut. Und hier haben wir von der Weltbank folgende Statistik gesehen. Von 2016 gab es 429 Milliarden US-Dollar, die von entwickelten Ländern, also Industrienationen in Entwicklungsländer geschickt wurden. Diese Zahl wird sich sogar noch vergrößern um 3,3% im 2017. Hier haben wir jetzt zum Beispiel in unserem Research Report ein bisschen genauere Zahlen und gehen ein bisschen mehr ins Detail. Aber jetzt, wenn es schnell gehen muss, schauen wir einfach, wie groß der grenzüberschreitende Markt denn ist. Und dann werden wir diese Zahl anschauen. Also 444 Milliarden, auf diese Zahl wird es wachsen im 2017. Das ist natürlich ein extrem großer Markt, oder? Das ist sehr, sehr spannend für einen Investor. Da kommt man halt eben, wie groß ist der Markt, das haben wir gerade angeschaut. Aber da kommt man auf die dritte Frage, wer oder was ist die Konkurrenz und was machen sie besser? Also ich würde sagen, einer der größten Konkurrenten hier ist sicher Western Union. Jeder kennt eigentlich die gelb-schwarze Branding, dass man, sagen wir, am Kiosk oder in einem kleinen Laden, in einem Lottoladen oder sonstigen Sachen eigentlich sieht und dort eigentlich auch relativ einfach Geld verschicken kann. Was machen sie besser? Western Union hat sicher eine gewisse Distribution, also es ist sicher viel weiter verteilt, also es ist ganz einfach eigentlich zu einem Western Union Kiosk zu gehen und dann auch Geld zu verschicken. Das hat natürlich Omisego nicht. Und vergesst nicht, Es sind die Leute, die Western Union nutzen, sind meistens Leute, die kein Bankkonto haben. Das heißt, das sind genau die Leute, die auf Sachen wie Western Union angewiesen sind. Nun, was macht Omisego besser? Wenn Omisego jetzt sich komplett auf Mobile fokussiert, wir wissen ja, in Entwicklungsländern ist die Mobile-Penetration viel, viel höher als die Desktop-Penetration und auch die Bank-Penetration. Und deshalb ist eben Omisegos Ziel, sollte es eigentlich sein, genau die Mobile-Apps entsprechend stark zu machen. Wenn wir hier noch die anderen Fragen anschauen, was für einen Vorteil bringt die Währung dem Halter? Wir haben ja bei Omisego schon über Proof of Stake gesprochen. Omisego wird das einbauen zusammen mit Ethereum, weil es ja auf Ethereum basiert. Und bei Proof of Stake könnt ihr eigentlich so immer wieder Geld verdienen. Ihr setzt also eure Omisego Tokens ins Spiel und verifiziert Transaktionen. Und für die Verifikation dieser Transaktionen werdet ihr belohnt mit Omisego Tokens. Und das wäre zum Beispiel ein Vorteil, also eine Art Dividende oder sonstige Sachen. Kann man das Projekt einfach kopieren? Schwierige Frage. Also,
Das Projekt einfach kopieren? Ja und nein. Ja, weil es auf Ethereum basiert, also jeder kann grundsätzlich eine ERC20-Token generieren und ein Projekt darauf basierend bauen. Aber so detailliert, wie OmiseGo das machen möchte und auch macht, denke ich, ist es relativ schwierig. OmiseGo hat tiefen Wissensstand eigentlich, wenn es um Zahlungen und Online-Zahlungen geht und durch Omise eben und eben durch das Berater- und Investorenteam, das OmiseGo hat, ist es relativ schwierig, etwas Ähnliches eigentlich für ein anderes Kryptowährungsprojekt das zu kopieren oder aufzustellen. Was sind Probleme oder mögliche Schwachstellen? Da gehen wir zum Beispiel in unserer Analyse immer ein bisschen mehr in die technologischen Details und schauen, wie genau die Technologie funktioniert und ob es irgendwelche Schwachstellen hat. Hier jetzt erinnert ihr euch, in der ersten Folge haben wir bereits über die Roadmap gesprochen und auch gesagt, dass sie ein Tick zu philosophisch ist und deshalb eventuell eben Investoren abschrecken könnte. Also sind Investoren abgeschreckt, wenn die Roadmap einfach zu unklar ist, ein bisschen zu wischiwaschi erklärt ist und nicht genau klar ist, wann welches Ziel genau erreicht wird. Und das könnte zum Beispiel eine mögliche Schwachstelle sein. Nun, wir haben uns den Markt für grenzüberschreitende Zahlungen angeschaut. Ein anderer Markt wäre natürlich Loyalitätsprogramme. Und hier sehen wir Loyalty Management Market Worth 4.59 Billion US Dollar by 2029. Das heißt so viel wie Loyalitätsprogramme, der ganze Markt für das Management von Loyalitätsprogrammen wird etwa 4,5 Milliarden US Dollar wert sein, 2021 etwa. Im Vergleich zu den grenzüberschreitenden Zahlungen ist das natürlich mickrig, ist 100 Mal kleiner. Aber für ein Geschäft, das so die Größe von OmiseGo hat, ist ein Milliardenmarkt eigentlich gar nicht so unspannend. Wenn man bedenkt, dass OmiseGo vielleicht die Nummer 1 im Loyalitätsprogrammmarkt sein könnte, dann wären diese 4,5 Milliarden gar nicht so schlecht. Dazu kommt dann natürlich immer noch ein Teil dieser grenzüberschreitenden Zahlungen. Dort ist aber die Konkurrenz um einiges härter. Sonstige Fragen, wie groß ist der Markt, wer oder was ist die Konkurrenz? Hier ist natürlich immer die Konkurrenz das hauseigene Loyalitätsprogramm, also eine Thai Airways, das bereits Flugmeilen mit Star Alliance macht zum Beispiel, wird sich schwer tun, von Star Alliance wegzubrechen und eine Art eigenes Meilenprogramm zu erstellen, weil eben das Spannende an einer Allianz, an einer Flugallianz ist eben, dass man zum Beispiel auch beim Meilenprogramm mitmachen kann und so loyalere Kunden sammeln kann. Ansonsten hier noch ein kleiner Einblick in die in den Report, in die Analyse, die wir gemacht haben. Hier haben wir natürlich immer noch die Quellenangaben, die ihr dann benutzen könnt, um weiterzugehen. Aber das schließt eigentlich so ziemlich unsere 6x6 Methode ab, wenn es um OmiseGo geht. Und von daher denke ich, kann man so relativ schnell einen relativ guten Überblick über die Kryptowährung gewinnen und dann auch entscheiden, okay, will ich investieren oder will ich vielleicht mehr recherchieren? Dann könnt ihr euch zum Beispiel auf bluealpineresearch.com anmelden und unsere Analyse herunterladen und ein bisschen tiefer in die Materie gehen, als wir hier kurz im Video angeschaut haben. Und mit dem sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Folge. Wie gesagt, meldet euch an auf bluealpineresearch.com/free-report. Wenn ihr deutsche Reports oder deutsche Analysen möchtet, die mehr ins Detail gehen, also in schriftlicher Form, die werden dann aber auch kosten, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Also wenn ihr euch hier angemeldet habt, kriegt ihr auch unsere E-Mail-Adresse und dann könnt ihr eigentlich direkt darauf antworten und da könnt ihr mir eure Meinung mal mitteilen und dann können wir das Ganze anschauen, ob wir das Ganze auch in Deutsch übersetzen. Vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann.